Ich fühle mich schon seit Stunden durch ein Packen Papier. Amtsdeutsch, von dem ich nur die Hälfte kapier. Rätsel raten in Finanzamt Formularen. Dabei wollte ich einfach eine Steuer. Meine Texte entstehen eigentlich hauptsächlich, wenn ich so durch die Welt gehe. Also häufig, wenn ich in der U-Bahn bin oder wenn ich mit dem Auto durch die Gegend fahre, über Dinge nachdenke. Also sehr häufig in der Aktion und auch in der Beobachtung von Menschen. Und natürlich zu Hause am Klavier arbeite ich das dann genauer aus. Aber ja, also ein Rezept kann man das quasi nicht nennen. Aber also ich bin selber mit unglaublich vielen Musikstilen aufgewachsen und habe durch meine Ausbildung bin ich da eigentlich sehr, sehr sicher und ich habe selber viel analysiert. Ich bin ja ein Mensch, der sehr viel beobachtet und also ich könnte quasi sagen, ich schaue immer, dass die Musik dem Text auch dient. Und wenn ich zum Beispiel etwas ein bisschen persiflieren will, dann nehme ich auch einen Musikstil, der eher so ein bisschen was Persiflistisches hat. Ja. Mir sehr gut, diese Texte, weil man da wirklich drüber nachdenken kann. Und sie hat sie durchdacht, das merkt man ganz stark. Selbst dieses letzte, wir lieben den Norden, das ist eine Hymne für den Norden, das ist doch herrlich. Ein Bekenntnis, wo hört man sowas noch? Sie hat eine wunderschöne Stimme und sie singt sehr gut, also und auch die Rhythmen sind sehr schön, also hat mir sehr, gefällt mir. Generell finde ich es total nettes Ambiente hier und auch sonst schöne Lieder. Ich würde so gern mit größter Selbstverständlichkeit mich hier stellen und gar nicht denken. Augen zu, lass mich nur lenken vom Gefühl. Doch stattdessen frage ich mich die ganze Zeit, habe ich gerade komisch ausgesehen und kann er mich da drüben überhaupt verstehen? Und findet der wohl wichtig, was ich gerade sage? Oder red ich mich in seinen Augen grad um Kopf und Kragen? Während ich noch grübel, was der gerade denkt, hab ich wieder mal den Augenblick verschenkt. Ich wünsch, dich lass los, bis die Hülle fällt. Dann bin ich los, einfach nur ich. Diese
Interaktion, die dann zustande kommt oder auch jetzt, wenn wir Kinder dabei haben zum Beispiel. Ich finde das immer total schön, die herzuholen, weil dann können die was mitmachen und also davon lebt es sehr. Und selbst wenn wir in größeren Locations unterwegs sind, dann versuche ich das auch trotzdem so aufzubauen. Ja. Das ist mehr aus so einem Zufall geboren. Wir hatten hier in Barkede einen Workshop gemacht, einen einwöchigen Workshop und haben ein Kindermusical einstudiert und haben diesen Titel eigentlich morgens, haben wir immer so einen Warm-up gemacht, wo die sich auch ein bisschen bewegen und da haben wir einfach mal diesen Refrain genommen und dann kam die Idee, ach komm, wir haben doch ein Konzert und dann können die mitspielen und dadurch ist das geboren. So. Hey. Ich weiß Bescheid, du hast mir oft gesagt und ich hab wirklich zugehört, du willst mich öfter lachen sehen. Ja, wie soll ich das erklären? Mit meiner Denkermine, da bin ich schon geboren. Drum fällt's mir echt nicht leid, doch weil mir Mund nicht reicht, so grinsen über beide Ohren. Doch bin ich auf Humor. Schwarz und trocken an sich, kann dabei noch ernst bleiben. Ich lach mir innerlich, denn ich trag die Sonne im Herzen. Wolken davor, deshalb kannst du sie nicht sehen. Passiert um mich so viel und ich muss mich konzentrieren. Da bleibt ja kaum mehr Energie, die Lachmuskeln zu innervieren. Beim Preis für schönste Lächeln hab ich dann nicht mit Lachen. Doch traurig bin ich kaum, war auch nie mein Traum. Zahnpasta